das Spiel des Wahnsinns. Ich hörte irgendwo im Publikum das Wort Frauenfilm. Stefan, ist es ein Frauenfilm? Was denkst du so? Ja, vielleicht. Nee, doch. Moment, überleg dir, heute Abend schon eine Party angesagt. Wenn du alleine tanzen willst, musst du jetzt sagen, jawohl. Und wenn nein, ich wollte eigentlich nur drei Worte dazu sagen. Poetisch, sinnlich, schön. Also mehr fällt mir auch als Mann dazu nicht ein. Das war einfach toll. Danke. Also ich finde es schwierig zu sagen, dass es ein Frauenfilm ist, weil ich glaube, das gibt es so gar nicht. Aber ich fand es auch schön. Ich fand das Ende sehr schön und ich fand die Zeichnung ganz toll und die Geschichte, also hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Und es hat irgendwie, also der Film hat es irgendwie geschafft, trotz des Themas und trotz der Poetik eben nicht kitschig zu sein. Und das ist bei dem Thema, glaube ich, und so wie es angelegt wird, schon schwierig. Und es kann ganz schnell kitschig werden und das war es überhaupt nicht, weil es durch die Bilder irgendwie doch auch so einfach war. Und das fand ich sehr schön.